So, meine Lieben, ein ganz schönes Tutorial zu dem Song Everybody von Ingrid Michaelsen wurde requested. Ich zeige euch ein paar Versionen, das könnt ihr nachher miteinander kombinieren oder einfach euch das raussuchen, was ihr am besten könnt. Und zwar sollte es eigentlich nur gestrummt sein, aber ich zeige trotzdem eine Zupfversion, weil die das im Original oder in der Akustikversion, die ich mir angeguckt habe, auch zupfen. Und zwar wäre die erste Idee einmal so. In this world, it's hard to get it right. Trying to make you perfect like a glove. It's news, ihr habt eine Idee, ja? Ich habe nur eben mitgesungen, weil ich finde, auch wenn ich schrecklich singe, kann man sich es dann immer besser vorstellen, finde ich. Gestrummt wäre die leichteste Idee, einfach nur die Griffe runterstrummen. Die Griffe sage ich euch gleich. Das wäre dann einfach. Und so weiter und so weiter. Gut, das waren jetzt, glaube ich, drei Sachen, drei Versionen. Jetzt geht's los. Capo auf dem vierten Bund. Die Griffe sind einmal für die Strophen und für das Intro gleich. Das ist nämlich C, dann das D und E-Moll. Ich verlinke euch das aber gleich, weil da gibt es eine ganz kleine Variation bei der letzten. Bei der letzten Zeile in den Strophen ist es ein bisschen anders, aber ich verlinke euch das gleich. Dann seht ihr das. Im Chorus ist es dann G, D, E-Moll und C. So, die Länge von den Griffen, wie die angeschlagen werden, ist im Intro und in den Strophen so, dass ich sage dann immer C und D ist eine Hälfte und E-Moll ist komplett. Also was bedeuten soll, wie. So soll es sein. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wisst ihr, was ich meine? C und D ist nur die Hälfte. Das heißt eigentlich anders, ich weiß nicht, wie es heißt. Und E-Moll ist dann komplette Länge. So, nicht doppelte, sondern komplette Länge. Und dann das Zupfmuster, wenn ihr das zupfen wollt, ist einfach, ihr greift C und zupft mit dem Daumen die fünfte Saite von unten und mit dem Ringfinger die zweite Saite von unten und mit dem Mittelfinger die dritte Saite von unten. Und zwar Daumen und dann die anderen beiden Finger gleichzeitig. Und dann zupft ihr das zweimal beim C, zweimal beim D und viermal beim E-Moll. Also so. Griffwechsel zum D. Da zupft ihr jetzt die vierte und die erste und zweite Saite. Und beim E-Moll zupft ihr wieder wie beim C die fünfte und die zweite und dritte gleichzeitig. Aber viermal. Also C, D und E-Moll viermal. C, D, E-Moll. C, D, E-Moll. So könnt ihr das machen fürs Intro und auch für die Strophen oder nur fürs Intro und die Strophen strummt ihr dann, wie ihr wollt. Die letzte Zeile in der Strophe, What is love, love? Dann macht ihr nicht das E-Moll nach dem D, sondern das G. Und zupft das G auch nur zweimal. Und zwar nehmt ihr die dunkle E-Saite mit, die klingt bei mir ein bisschen komisch, ich weiß nicht wieso. Die nehmt ihr dann
Und da drunter und dann unten die erste und zweite. Also, what it needs is love, love, love ist C, zweimal D, zweimal G, zweimal und nochmal D. Und dann kommt everybody, everybody wants to love. Das könnt ihr auch so machen. Everybody. Dann aber immer viermal, dann das D. E-Moll, immer viermal. C, viermal. Oder gehen wir nochmal zurück zum Intro oder zu der Strophe. Oder einfach runterstrummen, den Griff entsprechend runterstrummen. Also C greifen und dann einfach ab der fünften Saite runterstrummen. Dann das D, ab der vierten Saite runterstrummen und E-Moll ab der fünften Saite runterstrummen. Get it right. Trying to make your heart fit like a glove. 'Cause what it needs is love, love, love. Okay? Einfach runterstrummen. Oder was habe ich noch gemacht? Also das Strumming, was ich eigentlich fast immer benutze, das wäre dann fürs C, wenn ihr das aufteilt. Ihr müsst es ja beim C und D dann aufteilen. Dann ist das down, down, down beim C. Dann beim D up, up, down, down, up, down, up. Und beim E-Moll dieses Strumming komplett. Also down, 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 up, up, down, down, up, down, up. Schreibe ich gleich alles in die Infobox. Bei der letzten Zeile natürlich dann bei C, D, G und D auch aufteilen. Also C, down, 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 D, up, up, down, down, up, down, up, G, down, down, down und D wieder up, up, down, down, up, down, up. Okay? Wenn ihr dieses Strumming auch im Chorus benutzen wollt, dann macht ihr das komplette Strumming einfach pro Griff. Also G, down, down, dann up, up, down, down, up, down, up. Beim D, down, 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 up, up, down, down, up, down, up, E-Moll. Down, 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 up, up, down, down, up, down, up. Beim C auch. Immer so weiter. Und so weiter und so weiter. Ich habe mir noch ein anderes Drumming aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Wartet mal, das ist fast genauso. Down, 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 up. Ich mache jetzt mal wieder die Strophe. Down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, up, down, down, up, down, up. Ist fast so wie gerade. Also das wäre dann beim C. Down, 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 up. Ihr macht also einen Downstrum, dann so eine kleine Pause und dann down, down, up. Also down, 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 up. Beim D auch. Down, 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 up. Und beim E-Moll down, 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 up, up, down, down, up, down, up, down, 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 up, down. Down, down, up, down. Oops, down, 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 up, up. We have fallen down again tonight. In this world it's hard to get it right. Es ist fast so wie das andere. Dann kann man aber, glaube ich, auch noch dieses Anfängerstrumming nehmen, dieses down. Oder? Aber das klingt scheiße, oder? Das ist einfach dieses Down, Down, Up, Up, Down, Up. Könnt ihr auch nehmen. Aber das klingt nicht so toll, finde ich. Ich würde das so machen. Also, ich glaube, das Intro würde ich so zupfen. Das ist natürlich dann schwierig, zum Plektrum zu greifen, wenn ihr nicht mit Plektrum zupft. Und dann würde ich die Strophen so einfach runterstrummen. We have fallen down again tonight. In the
this world it's hard to get it right. Trying to make your heart fit like a glove. What it needs is love, love, love. So, das war mein Sohn. Dann im Chorus würde ich das dann so machen. Everybody, everybody wants to love. Video ist schon 10 Minuten und 30 Sekunden. Ich wollte das ganz kurz machen. Ja, ihr seht ja, was bei rauskommt. Okay. Sucht euch das Strumming oder das Zupfmuster aus, was euch am besten gefällt, und dann macht das einfach so. Also wenn ihr komische Geräusche hört, dann ist es mein Sohn, der gerade auf dem Trampolin springt. So, viel Spaß damit. Adios.